In diesem Screencast möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Kursansicht geben. Die Ansicht ist hier im Prinzip viergeteilt. Oben haben Sie eine schmale Navigationsleiste, links ein Menü, das sich ein- und ausblenden lässt, und rechts die Blöcke, die zum Kurs gehören. In der Mitte sehen Sie den eigentlichen Kursinhalt. In diesem Fall ist der Kurs bis auf das Ankündigungsforum noch leer. Hier oben in der Navigationsleiste können Sie auf Ihr Dashboard wechseln. Dort finden Sie all Ihre Kurse, in die Sie eingeschrieben sind. Hier gelangen Sie zu Ihrem Nutzerprofil und können dort gegebenenfalls noch Informationen ergänzen. Beim Klick auf Bewertungen werden Ihnen alle Bewertungen aus Kursen angezeigt, in denen Sie als TeilnehmerIn eingetragen sind, und eine Liste von Kursen, in denen Sie Bewertungsrechte haben. Über Mitteilungen können Sie die Mitteilungen in der Vollbildansicht öffnen und auf Wunsch auch die E-Mail-Benachrichtigungen für die Mitteilungen abschalten. Hinter dem Punkt Einstellungen finden Sie unter anderem Einstellungsmöglichkeiten für die Forenansicht, den Kalender und Systemnachrichten. Über Mahara gelangen Sie zu unserem E-Portfolio-System Mahara. Den Button zum Logout finden Sie ebenfalls hier. Über Rolle wechseln können Sie vorübergehend in die Studierendenrolle wechseln. Über das Sprechblasensymbol öffnen sich die Mitteilungen rechts in einer Seitenleiste. Das Glockensymbol öffnet die Systemnachrichten. Bei Bedarf können Sie hier die Sprache einstellen. Der obere Teil des linken Menüs bezieht sich immer auf den aktuellen Kurs. Sie sehen hier die Liste der TeilnehmerInnen, die angelegten Badges und Kompetenzen und die Bewertungen. Im Bereich darunter finden Sie nochmal Links zum Dashboard sowie zur Startseite und zu Ihrem kursübergreifenden Kalender. Unter Meine Dateien können Sie Dateien ablegen und dann beispielsweise in verschiedene Kurse verlinken. Der Inhaltsspeicher hier unten bezieht sich ebenfalls auf den Kurs. Hier können Sie mit H5P interaktive Elemente anlegen und dann in Ihre Kurse einbauen. Darunter sind dann nochmal ein paar der Kurse aufgeführt, in die Sie eingeschrieben sind. Wenn Sie auf das Zahnrad klicken, gelangen Sie darüber zu den verschiedenen Kurseinstellungen. Das Zahnrad wird Ihnen häufiger begegnen, da es auch für jede Aktivität und jedes Material im Lernraum ein Zahnrad gibt, hinter dem sich die jeweiligen Einstellungen verstecken. Über diesen Knopf können Sie die Bearbeitung einschalten. Nun können Sie über Material oder Aktivität anlegen, Inhalte zu Ihrem Kurs hinzufügen oder auch hier unten verschiedene Blöcke.